Hallo und herzlich willkommen. Wollen wir doch zuerst mal schauen, ob Sie uns alle verstehen können. Sie haben im Webinar-Tool ein Handzeichen, welches Sie geben können. Ich würde mich freuen, wenn Sie da einmal bestätigen, wenn Sie uns gut hören können, in dem Moment noch mich. Jawohl, das sieht gut aus. Okay, vielen Dank. Dann begrüße ich Sie herzlich zu unserem heutigen Webinar aus der Reihe unserer Cross-Border Week. Mein Name ist Markus Timm. Ich bin bei JTL im Partnermanagement und im Training tätig. Ich habe selber 3,5 Jahre im E-Commerce gearbeitet und konnte so auch ein Stück weit Erfahrung im internationalen Handel gewinnen. Naja, und auch bei mir standen am Anfang und auch eigentlich zwischendrin immer mal wieder ein paar Fragezeichen da, die ich gerne kompetent beantwortet haben wollte. Nachdem wir nun in den vergangenen Webinaren der Cross-Border Week einen sehr interessanten Einblick über die Möglichkeiten der internationalen Ausrichtung von Online-Shops oder die Möglichkeiten des internationalen Versandes bekommen haben, uns wurde gezeigt, wie wir steuerrechtliche Seiten des Cross-Border-Handels beleuchten können. Bekommen wir heute von Sandra May, von unserem Partner, dem Händlerbund, aufgezeigt, wie und welche rechtlichen Aspekte beim internationalen Handel ebenso beachtet werden sollten. An dieser Stelle sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass dieses Webinar lediglich einen Überblick über rechtliche Gegebenheiten geben soll. Bitte sehen Sie den heutigen Termin nicht als rechtliche Beratung an. Sollten Sie eine individuelle Beratung benötigen, steht Ihnen der Händlerbund hierfür sehr gerne zur Verfügung. Noch ein kurzer organisatorischer Hinweis: Sollten während des Webinars Fragen aufkommen, können Sie diese jederzeit stellen. Sie haben im Webinar-Tool ein Feld, ein Bereich Frage stellen, Fragen. Und hier können Sie während des Webinars jederzeit Ihre Frage formulieren. Wir werden am Ende eine kleine Moderationsrunde auf Ihre Fragen legen und diese weitestgehend und so gut wie möglich beantworten. Sollten in dieser Fragenrunde Fragen offen bleiben, erörtern wir diese gerne nochmal in einer Nachfassmail, die wir versenden. Das wird Anfang nächster Woche der Fall sein. Doch nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und übergebe das Wort an Sandra. Ja, vielen Dank und von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen zu unserem Webinar Handeln quer durch Europa. Ich wurde ja schon kurz vorgestellt. Ich bin Sandra May, bin Redakteurin mit juristischem Hintergrund beim Händlerbund. Das bedeutet, ich habe Jura studiert, habe auch das Referendariat absolviert und bin beim Händlerbund dafür zuständig, unseren Lesern auf Online-Händler-News komplexe juristische Sachverhalte so darzustellen, dass sie eben auch jemand versteht, der nicht 7 Jahre lang in der Bibliothek gewohnt hat. Eben der normale Bürger, der normale Mensch. Und ja, dann fangen wir einfach mal an mit der Thematik Cross-Border in Europa. Und die Frage, die sich jeder Händler wahrscheinlich am Anfang stellt, wenn er sich internationalisieren möchte, ist: Gibt es das Patentrezept für den rechtssicheren internationalen Shop? Da muss ich Ihnen leider ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, weil das Rezept gibt es nicht, denn die Rechtsgrundlagen richten sich nach dem Land, in dem ich einen Shop eröffne. Das Ganze müsst ihr euch so vorstellen: Wenn wir jetzt in den stationären Handel gucken, dann macht es ja einen Unterschied, ob ich jetzt ein Geschäft in Deutschland aufmache oder in Belgien. Eröffne ich eins in Deutschland, muss ich mich natürlich an die deutschen Gesetze halten. Eröffne ich ein Ladengeschäft in Belgien, dann muss ich mich an die belgischen Gesetze halten. So ist es im stationären Handel und genau so stellt sich das auch im virtuellen bzw. im Online-Handel dar. Nur dass sich hier natürlich die sehr interessante Frage stellt, wie das überhaupt funktioniert. Wie eröffne ich einen Online-Shop in einem bestimmten Land? Weil der Online-Shop, der hat ja an sich kein Firmensitz, sondern der schwebt da irgendwo im virtuellen Raum rum, im Internet. Und ja, diese Beurteilung ist nicht ganz einfach und man spricht hier juristisch gesehen vom Ausrichten. Also ich richte meinen Handel auf ein bestimmtes Land aus. Dabei wird die Frage zugrunde gelegt, welche Kunden ich mit meinem Shop ansprechen möchte. Und zwar geht es prinzipiell darum, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Online-Shop eröffne und auf rein deutsche Kunden
abgesehen habe und den Shop auch so gestalte, dass er besonders deutsche Kunden ansprechen soll und jetzt ein deutscher Kunde in diesem Laden einkauft, dann ist es ein sogenanntes Aktivgeschäft. Also ich habe mich aktiv um diesen Kunden bemüht. Wenn sich jetzt aber zufälligerweise jemand aus einem anderen Land in dieses Geschäft verirrt, dann ist das eben ein Kunde, auf den ich es nicht abgesehen habe und dann spricht man von einem Passivgeschäft. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das wird später im Webinar noch mal ein bisschen wichtiger, diese Unterscheidung, weil das nämlich ganz relevant ist für die Frage, welche Rechtsgrundlagen angewendet werden müssen. Die Frage, ob ein Shop in ein bestimmtes Land ausgerichtet ist, entscheidet sich nach ganz verschiedenen Faktoren und muss am Einzelfall festgemacht werden. Das heißt, man guckt sich ganz genau an, wie ist der Shop aufgebaut. Das sicherste Indiz, um festzustellen, in welches Land der Händler Handel treiben möchte, ist der Versand. Biete ich nur Versand nach Deutschland an, dann ist das ein sehr sicheres Indiz dafür, dass ich meinen Handel auch nur nach Deutschland ausrichte. Biete ich hingegen auch noch Versand nach Frankreich, Österreich, die Schweiz an, dann ist es ganz offenkundig so, dass ich es auch auf Kunden aus diesem Land abgesehen habe, denn sonst würde ich ja keinen Versand in dieses Land anbieten. Dann allgemeine Geschäftsbedingungen. Ich kann in meinen allgemeinen Geschäftsbedingungen sogenannte Rechtsauswahlklauseln treffen. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Und je nachdem, welches Land ich da als Rechtswahl treffe, ist das natürlich auch ein Zeichen dafür, dass ich meinen Handel auf dieses Land ausrichte. Dann die Sprache des Shops natürlich. Habe ich einen Shop, in dem ich zwischen mehreren verschiedenen Sprachen wechseln kann, ist das auch ein sehr großes Indiz für eine eher internationale Ausrichtung. Und dann gibt es noch etwas, da sprechen wir von einer sogenannten echten Internationalisierung, die findet man ganz häufig bei Amazon und bei anderen großen Unternehmen. Und zwar, wenn ich mich als Unternehmen so weit auf ein Land ausgerichtet habe, dass ich eine nationale Kundenhotline habe, dass ich eine richtig stationäre Niederlassung in dem Land habe, Verwaltungsgebäude, ein eigenes Logistikzentrum und das sich im Endeffekt so darstellt, als würde ich gar nicht aus einem anderen Land kommen. Also jetzt mal zum Beispiel Amazon. Jeder weiß, Amazon ist kein deutsches Unternehmen. Amazon hat aber eine deutsche Domain, hat Logistikzentren in Deutschland, hat deutsche Kundenhotlines, so dass es sich für jemanden, der nicht weiß, dass es kein rein deutsches Unternehmen ist, schon so darstellt, als sei es ein deutsches Unternehmen. Und in dem Fall spricht man von einer sogenannten echten Internationalisierung, die nicht nur rein auf der Homepage quasi stattfindet. So, ja, gucken wir uns mal ein bisschen mehr den Handel innerhalb der EU an. Hier sollte ja eigentlich alles ganz einfach sein, weil man spricht ja immer davon, ja, der Binnenmarkt ist harmonisiert und alles soll vereinheitlicht werden, so dass es möglich ist, grenzüberschreitend Handel ohne rechtliche Probleme zu betreiben. Das ist leider nicht so. Jedem Händler sollte bewusst sein, dass in der EU nicht alles harmonisiert ist. Da ist zum Beispiel die Altersbeschränkung für Alkohol, die in unterschiedlichen Ländern anders geregelt ist. In Deutschland darf man bestimmte alkoholische Getränke schon ab 16 kaufen, andere erst ab 18. In den skandinavischen Ländern ist es gang und gäbe, dass man Alkohol erst ab einem Alter von 21 kaufen darf. Was ich als Händler natürlich berücksichtigen muss. Das heißt, wenn ich jetzt einen Online-Shop habe, in dem ich Alkohol verkaufe, darf ich den an deutsche Kunden eben ab der deutschen Altersgrenze verkaufen. Will jetzt allerdings ein skandinavischer Kunde bei mir einkaufen, dann muss ich das natürlich berücksichtigen und muss entsprechend meine Altersabfrage anpassen. Buchpreisbindung ist auch in jedem Land ein bisschen anders geregelt, genauso wie die Umsatzsteuergrenze und auch die Besteuerung im Allgemeinen. Zum Beispiel haben wir in Deutschland eine relativ günstige Steuer auf Zigaretten. In Großbritannien zahlt man pro Schachtel 11,13 Euro. Auch das muss berücksichtigt werden. Das sind allerdings nur ein paar wenige Beispiele. Jetzt komme ich erstmal zu dem, was ich auf jeden Fall brauche, wenn ich innerhalb der EU über Ländergrenzen hinweg Handel betreiben möchte, also zu den harmonisierten Regelungen. Da haben wir erstmal den sprechenden OS-Link. Sehr beliebter Abmahngrund. Vor ein paar Jahren wurde die Online-Streitbeilegungsstelle für Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmen eingerichtet. Faktisch wird sie nicht genutzt, dennoch gibt es nun mal diese Regelung, dass ich als Händler einen Link zu dieser
Online-Streitbeilegungsstelle einfügen muss. Und das darf kein sogenannter Stummerlink sein. Das heißt, er muss klickbar sein. Ich muss als Verbraucher darauf klicken können, um eben zu dieser Streitbeilegungsstelle weitergeleitet zu werden. Impressum brauche ich ebenfalls in der kompletten EU, genauso wie die Belehrung zur 14-tägigen Widerrufsfrist, wie sie seit 2014 verpflichtend ist. Dann die Buttonlösung, dieses kostenpflichtige Bestellen, damit der Verbraucher auch ganz sicher weiß, dass er jetzt wirklich verpflichtend einen Kaufvertrag abschließt. Dann natürlich ganz populär seit Mai letzten Jahres die DSGVO. Und für Händler, die Textilien verkaufen, auch die Textilkennzeichnung. Das ist ebenfalls EU-einheitlich geregelt. Ich habe mal ein paar Beispiele für Abmahnungen mitgebracht. Das sind so die Abmahnungen, die mit am häufigsten vorkommen. Fehlender US-Link, fehlendes Impressum, falsche Widerrufsbelehrung. Besonders der US-Link wird sehr, sehr gerne abgemahnt, genauso wie die falsche Widerrufsbelehrung. Das ist vor allem auf eBay so ein bisschen das Problem der Händler, dass es da ganz häufig zu Abmahnungen kommt. Sie sehen die Kosten zwischen 500 und 1000 Euro. Im Allgemeinen ist es ja so, dass die Kosten für eine Abmahnung, wenn sie von einem Anwalt kommt, anhand des Streitwertes festgelegt werden. Und dass bei wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen ja keinen greifbaren Geldwert gibt, wird da immer so Pi mal Daumen geguckt, wie groß ist das Unternehmen, wie schwer ist die Verletzung. Und da wird dann ungefähr festgelegt, ja, das ist der Streitwert, das sind die Gebühren, die am Ende rauskommt. Bei Abmahnungen, die von Anwälten kommen, sind so Gebühren von 1000 bis 2000 Euro üblich. Abmahnungen von Vereinen wie zum Beispiel dem IDO-Verband sind da vergleichsweise günstig mit 200 bis 300 Euro. So, ich habe vorhin schon das Thema Rechtswahl angesprochen. Und zwar kann ich als Händler in meinen AGB festlegen, nach welchem Recht sich die Verträge, die ich mit meinen Kunden schließe, richten. Und zwar ist das so ein Ausdruck der Privatautonomie und grundsätzlich habe ich als Händler die Möglichkeit, meine Rechtswahl frei zu treffen. Und wenn ich eine Rechtswahl getroffen habe, findet auch grundsätzlich das vereinbarte Recht Anwendung. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, wenn ich als Händler international EU-weit tätig bin und jetzt sage, ich habe Sitz in Deutschland, die deutschen Rechte sind mir am vertrautesten, dann kann ich in meine AGB schreiben, dass deutsches Recht Anwendung findet. Natürlich existiert daneben noch das EU-Recht, was natürlich auch mit auf deutsches Recht angewendet wird, aber das sollte eigentlich jedem klar sein. Das ist in B2B-Verträgen, also in Verträgen zwischen Unternehmern, auch relativ unproblematisch. Interessant wird es dann allerdings bei Verträgen mit Verbrauchern. Da kennt nämlich die Rom I-Verordnung eine Einschränkung dieser freien Rechtswahl. Und zwar muss bei Verbraucherverträgen beachtet werden, dass diese Rechtswahl nur gilt, soweit nicht die Verbraucherschutzvorschriften am Sitz des Verbrauchers günstiger sind, dieses sogenannte Günstigkeitsprinzip. Da nenne ich auch gleich noch Beispiele. Und zwar hat das Oberlandesgericht Oldenburg vor ein paar Jahren festgestellt, dass für Verbraucherverträge die einfache Klausel, es gilt deutsches Recht, unwirksam ist. Ein Online-Händler, dessen Angebote sich an Verbraucher im Ausland richtet, darf in seiner AGB nicht die Rechtsauswahlklausel treffen, dass eben nur deutsches Recht gilt, sondern es muss aus dieser Klausel hervorgehen, dass ausschließlich deutsches Recht als Vertragsgrundlage vorgesehen ist, es sei denn, es gilt ein günstigeres Recht für den Verbraucher. Das heißt, es muss dieser Hinweis in den allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgen. Genau, da gehe ich mal eins weiter. Ich gehe gleich nochmal eine Folie zurück, aber jetzt passt das hier gerade besser mit den Beispielen. Und zwar, genau, Beispiele, wo das Günstigkeitsprinzip relevant sind die Gewährleistungsvorschriften. Und zwar sind Gewährleistungsfristen, in denen der Verbraucher oder in dem allgemein der Käufer Sachmängel geltend macht, in jedem Land ein bisschen anders geregelt. In Deutschland haben wir
die Zwei-Jahresfrist, so wie in der Mehrheit der EU-Länder. Aber in Schweden sind es zum Beispiel 3 Jahre und Niederlanden und Finnland hängt zum Beispiel diese Laufzeit der Gewährleistung ganz davon ab, wie die zu erwartende Lebensdauer des Produktes ist. Je länger die Lebensdauer des Produktes, desto länger auch die Gewährleistungsfrist. Je kürzer, desto kürzer. Das bedeutet jetzt für mich als Händler, wenn ich international tätig bin und in mein AGB schreibe, ja, es gilt deutsches Recht, es sei denn, es gilt eben ein für den Verbraucher günstigeres Recht. Das bedeutet nichts anderes. Ich verkaufe jetzt ein bestimmtes Produkt innerhalb der EU und jetzt kommt zum Beispiel der Schwede daher und erwirbt bei mir ein Produkt. Dieses Produkt geht nach 2,5 Jahren kaputt, beziehungsweise es zeigt sich ein Sachmangel. Nach reinem deutschen Recht wäre es so, dass die Gewährleistungsfrist vorbei wäre. Der Kunde hätte keinerlei Ansprüche. Nach schwedischem Recht, wäre er aber noch genau in dieser Gewährleistungsfrist drin. Und da das sogenannte Günstigkeitsprinzip gilt, könnte der Kunde jetzt nach der schwedischen Gewährleistungsfrist eben bei mir als deutscher Händler einen Sachmangel noch geltend machen. Das nur als Beispiel. Und genau. Entschuldigung. Genau. Solche AGB kann ich, wie gesagt, grundlegend treffen. Allerdings müssen sie auch einer entsprechenden Kontrolle standhalten. Und zwar ist es ja zum Beispiel so, dass AGB in keinster Weise überraschend für den Verbraucher sein dürfen. Und klitzekleinen Moment. Entschuldigung bitte, ein paar von meinen Kollegen haben leider noch nicht mitbekommen, dass ich im Webinar bin und schreiben mir eifrig Nachrichten, aber das regeln wir jetzt. Jetzt bin ich aber wieder ganz bei Ihnen. Und zwar ist es genau, solche Klauseln dürfen nicht überraschend sein. Und als kleines Beispiel habe ich da ein Urteil von EasyJet aus vom Oberlandesgericht Frankfurt aus Dezember 2018. Und zwar ging es um Folgendes. EasyJet hat in seinen AGB stehen, dass englisches Recht zur Anwendung kommt. Nach englischem Recht ist es so, dass wenn Flüge storniert werden, der Kunde keinerlei, also zwar schon einen Teil des Geldes zurückbekommt, aber zum Beispiel keine Steuern und Gebühren erstattet bekommt, sondern nur den reinen Betrag abzüglich Steuern und Gebühren. Und dagegen hatte die Verbraucherzentrale geklagt, die fand das nicht in Ordnung. Und das Oberlandesgericht Frankfurt hat aber festgestellt, dass EasyJet diese AGB so treffen durfte. Und zwar aus dem einfachen Grund, das Unternehmen ist ein englisches Unternehmen und bietet Flüge zwischen Deutschland und England an. Das heißt, wenn der deutsche Kunde jetzt in die AGB guckt und da sieht, es findet englisches Recht Anwendung, ist das für ihn in keinster Weise überraschend, sondern eher schon ein bisschen logisch. Anders wäre es jetzt, wenn da statt englisches Recht französisches Recht gestanden hätte, weil da gibt es überhaupt keinen Bezug dazu. Oder überraschend wäre es zum Beispiel auch, wenn ich einen rein deutschen Shop habe und meinen kompletten Handel auch auf Deutschland ausgerichtet habe und da eben auch plötzlich drin steht, es gilt österreichisches Recht. Das ist für den Kunden komplett überraschend und hält keiner Klauselkontrolle stand. Deswegen muss da immer ein bisschen aufgepasst werden bei diesen Rechtswahlklauseln, dass die sich auch aus den äußeren Umständen ergeben und logisch nachvollziehbar sind. Genau, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie rein. Und zwar habe ich ein paar Regelungen mitgebracht, die innerhalb der EU bereits harmonisiert sind und die es zu beachten gibt. Ich habe da ein bisschen auf Aktualität geachtet. Das heißt, ich werde kurz ein bisschen was zur Geoblocking-Verordnung sagen. Die ist im Dezember in Kraft getreten. Dann wird es nochmal um die DSGVO gehen, die ja bald ein Jahr alt wird. Und zum Abschluss werde ich noch mal ein bisschen was zur CE-Zertifizierung sagen, mit besonderem Blick auf CE-Zertifizierung von Spielzeug. Und ich denke, dass ich da ein paar interessante Regelungen mitgebracht habe, die eigentlich auch für viele interessant sein dürften. So, Geoblocking. Unter Geoblocking versteht man ja erstmal grundsätzlich das Aussperren aus einem Shop aufgrund der Nationalität oder des Wohnsitzes eines Kunden. Und zwar ist das so ganz klassisch, wenn ich auf eine Homepage gehe
und da plötzlich steht, dieser Service ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Das versteht man unter Geoblocking. Und da dieses Geoblocking den Binnenmarkt und den freien Warenverkehr nach Ansicht der EU schwächt, hat man sich dazu entschieden, Geoblocking zu regulieren. Und zwar ging es grundsätzlich darum, ungerechtfertigtes Geoblocking abzuschaffen. Ungerechtfertigt deswegen, es gab schon vorher beim Dienstleistungsverkehr so ein bisschen die Regelung, dass man niemanden aufgrund seiner Nationalität diskriminieren darf. Es sei denn, es ist gerechtfertigt. Das Problem war aber immer, dass nicht so richtig aus den Regelungen hervorgeht, was eine gerechtfertigte Diskriminierung ist und damit eben keine Diskriminierung mehr und wann sie ungerechtfertigt ist. Und mit der Geoblocking-Verordnung wollte man in Bezug auf Handel im Allgemeinen da Unklarheiten beseitigen und hat zur Beseitigung von ungerechtfertigtem Geoblocking im Wesentlichen drei Spielregeln eingeführt, an die sich Händler seit Dezember 2018 halten müssen. Und zwar in erster Linie geht es um die Weiterleitung und Blockierung. Blockierung ist das, was ich gerade schon angesprochen habe. Jemand möchte auf meine Seite und ich lasse ihn einfach gar nicht erst drauf, weil meine Seite schon anhand der IP-Adresse des Kunden erkennt, hey, der kommt aus Frankreich, ich möchte keine französischen Kunden, also kommt er erst gar nicht drauf. Eben dieser Service ist in deinem Land nicht verfügbar. Weiterleitung ist besonders für die interessant, die schon ein bisschen internationaler ausgerichtet sind. Und zwar war der grundsätzliche Fall dazu Disneyland Paris. Disneyland Paris hatte eine französische Domain und wenn ich jetzt aber, es ging in dem konkreten Fall, glaube ich, um eine italienische Familie, wenn die auf die französische Seite zugreifen wollte, wurde sie automatisch auf die italienische Seite weitergeleitet. Sprich von der FR-Domain zu der IT-Domain. Das klingt erstmal nicht problematisch. Problematisch wurde es aber dadurch, dass auf der französischen Seite die Tickets günstiger waren als auf der italienischen. Und da hat die EU gesagt, das kann ja gar nicht sein, weil wenn der Italiener jetzt zum Beispiel direkt nach Frankreich gefahren wäre und sich die Tickets vor Ort gekauft hätte, hätte ja niemand nachgefragt, aus welchem Land er kommt und er hätte den Tickets zu genau dem gleichen Preis bekommen wie jeder andere, auch der in dieses stationäre Ticketgeschäft reingeht. Und die EU spricht hier vom Shop-like-a-local-Prinzip. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass im Online-Shop keine anderen Regeln gelten sollen wie im stationären Handel, was die Herkunft angeht. Im stationären Handel fragt auch niemand, woher man kommt. Also soll das auch im Online-Handel nicht der Fall sein. So, das war die erste Regelung. Also dieses Blockieren und dieses Weiterleiten wurde verboten. Dann die zweite Regel betrifft die Zahlungsdienste. Und zwar müssen Zahlungsarten unabhängig vom Ort der Ausstellung akzeptiert werden. Das bedeutet nichts anderes, als wenn ich als Zahlungsart den Bankeinzug oder die Überweisung gelten lasse. Wobei bei Überweisung ist es sowieso ein bisschen schwierig, das zu regulieren. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel das Seepalast-Schriftmandat. Dann darf ich keinen Unterschied machen, ob das Konto, was da eingegeben wird, ein deutsches Konto oder ein österreichisches Konto ist. Akzeptiere ich als Lastschrift dieses SEPA-Verfahren, dann muss ich das akzeptieren, egal aus welchem Land das Konto kommt. Das bedeutet allerdings nicht gleichzeitig, dass ich alle Zahlungsarten akzeptieren muss. Akzeptiere ich zum Beispiel eine Kreditkarte der Marke A, muss ich nicht gleichzeitig auch die Debitkarte der Marke A akzeptieren oder die Kreditkarte der Marke B annehmen. Also ich darf weiterhin entscheiden, was genau ich akzeptiere, allerdings ohne Rücksicht darauf, aus welchem Land das eigentliche Zahlungsmittel oder das Kreditinstitut kommt. Und die dritte wichtige Regelung ist keine Diskriminierung in den AGB. Jetzt darf man sich als Händler darunter nicht vorstellen, dass man nicht in seine AGB schreiben darf, sowas wie, ich verkaufe prinzipiell nur an Deutsche oder ich verkaufe prinzipiell nur an Österreicher. Sondern es geht ja auch so ein bisschen um die Diskriminierung durchs Hintereck. Sprich, zum Beispiel, um die Unmöglichkeit, einen Bestellvorgang zu tätigen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ich zwar zum Beispiel als Deutscher auf eine französische Seite zugreifen kann, aber bei der Rechnungsadresse gar keine deutsche Adresse angeben kann. Das wäre
ebenfalls ungerechtfertigtes Geoblocking, sondern ich muss dazu in der Lage sein, meine Rechnungsadresse anzugeben. Oder genauso, um nochmal bei den Zahlungsmethoden zu bleiben, wenn ich bei der Eingabe der IBAN vorne bereits das Länderkürzel ausgewählt habe und da nur DE steht, dann kann ich als Kunde keine französische IBAN mehr eingeben. Das ist mit Diskriminierung in den AGB gemeint. Genau, die Datenschutzgrundverordnung ist, wie gesagt, seit fast einem Jahr, seit Mai letzten Jahres verpflichtend umgesetzt in Deutschland. Ja, hat am Anfang für viel Wirbel gesorgt, aber wie man merkt, steht die Welt noch immer. Nach der Datenschutzgrundverordnung ist es so, dass grundsätzlich keine Daten verarbeitet werden darf. Es sei denn, es handelt sich um eine notwendige Verarbeitung oder es liegt eine Einwilligung vor oder es handelt sich um ein gerechtfertigtes Interesse. Für den Handel ist hier besonders diese notwendige Verarbeitung, ja, das die Begründung dafür, warum man überhaupt Daten verarbeiten darf. Denn um einen Kaufvertrag im Onlinehandel zu erfüllen und abzuschließen, brauche ich einfach personenbezogene Daten. Ich kann als Onlinehändler nicht meine vertragliche Pflicht zum Versenden der Ware erfüllen, wenn ich nicht die Adresse meines Kunden habe. Also handelt es sich um eine notwendige Verarbeitung von Daten und zumindest in der Hinsicht bin ich als Händler safe. Ich muss mich allerdings an die Grundsätze der Datenverarbeitung halten, sprich Datensparsamkeit, Transparenz, Zweckgebundenheit, Integrität und Vertraulichkeit, was nichts anderes bedeutet, dass ich mit den Daten meiner Kunden kein Schabernack treiben darf, ich eine Datenschutzerklärung vorhalten muss und ein Verzeichnis über die Verarbeitungstätigkeiten anlegen muss. Nichts anderes sagt in dem Fall die Datenschutzgrundverordnung aus und ja, die ist natürlich auch noch relevant bei E-Mail-Marketing und so und da werde ich jetzt allerdings erstmal nicht weiter drauf eingehen, weil es hier ja hauptsächlich um den Handel im Allgemeinen geht und das hier ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Weiteres wichtiges Thema ist die CE-Kennzeichnung. Die CE-Kennzeichnung bedeutet nichts anderes, als dass der Hersteller dem Kunden damit zu verstehen gibt, dass das verkaufte Produkt den EU-Bestimmungen entspricht. Das bedeutet, dass die CE-Kennzeichnungspflicht für Produkte besteht, die in der EU auf den Verkehr gebracht werden. Und das betrifft auf der einen Seite natürlich Hersteller und auf der anderen Seite allerdings auch Importeure, die solche Produkte aus Drittländern in die EU einführen. Ich habe es vorhin schon angesprochen, ich habe mal das Beispiel Spielzeug mitgebracht, weil das eigentlich ganz interessant ist. Und zwar muss Spielzeug prinzipiell einer CE-Zertifizierung unterliegen, beziehungsweise CE-Kennzeichnungen erhalten. Und unter Spielzeug versteht man in dem Sinne alle Produkte, die dafür hergestellt wurden, damit Kinder zwischen 0 und 14 Jahren damit spielen, sich beschäftigen oder etwas dadurch lernen. Häufig liest man in dem Zusammenhang, dass alles als Spielzeug gilt, was ein Kind irgendwie zum Spielen anregt. Das ist ein bisschen sehr weit und ein bisschen sehr übervorsichtig gefasst, weil, wenn man mal ehrlich ist, Kinder zwischen einem bestimmten Alter finden auch Wäscheklammern ganz spannend und spielen damit. Es geht vielmehr darum, dass die CE-Zertifizierung für Spielzeuge auch für Produkte gilt, die ein Kind mit einem Spielzeug verwechseln könnte. Also zum Beispiel Türstopper in Tierform aus Stoff oder auch Schlüsselanhänger und sowas. Also Sachen, die eigentlich nicht als Spielzeug gedacht sind, aber dem Spielzeug schon sehr, sehr nahe kommen. Genau. Ob ein Spielzeug den EU-Normen entspricht, muss der Hersteller selber prüfen. Das kann er entweder selber zu Hause in seinem Unternehmen tun oder allerdings eine externe Stelle damit beauftragen. Und wenn dieses Spielzeug den Gesetzen der EU entspricht, darf der Händler dieses CE-Zeichen selbst anbringen. Also der muss da jetzt nicht nochmal zu einer Behörde. Wichtig ist, dass das CE-Zeichen eine Mindestgröße von 5 mm hat. Und sollte aus irgendwelchen Gründen die Größe verändert werden, müssen die Proportionen erhalten bleiben. Das heißt, es muss halt für den Verbraucher immer als das CE-Zeichen der EU erkennbar sein. In der Regel sollte das CE-Zeichen auch am oder auf dem Produkt angebracht werden. Und falls das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, dann eben auf der Verpackung.
Genau, und bei Spielzeug gibt es aber auch noch eine Sonderregelung. Und zwar, wenn von Spielzeug Gefährdungen ausgehen, die nicht mit einer harmonisierten Norm abgedeckt sind, dann darf der CE-Test nicht selber durchgeführt werden. Und das klassische Beispiel sind hier Kuscheltiere, die in der Mikrowelle erwärmt werden, also so Kirschkernkissen in Teddybärform und sowas. Die müssen einer Baumusterprüfung unterzogen werden und das bei einer benannten Stelle. Also hier müssen Händler ganz genau aufpassen oder beziehungsweise Hersteller und Importeure, dass sie das nicht selber durchführen können, sondern eben diese Baumusterprüfung durchlaufen müssen und sollten auch dringend darauf achten, weil das kann unter Umständen sehr, sehr teuer werden, wenn man das nicht macht. Ein weiteres wichtiger Punkt bei den CE-Kennzeichen ist die sogenannte Werbung mit Selbstverständlichkeiten. Das ist auch in der kompletten EU so. Wenn ein Produkt dieses CE-Zeichen hat, neigen manche Händler dazu, das in der Produktbeschreibung in ihrem Online-Shop mitzunennen. Bitte nicht. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass bestimmte Produkte dieses CE-Kennzeichen brauchen. Das heißt, wenn ich als Händler dieses CE-Zeichen mit in der Produktbeschreibung nenne, dann werbe ich mit Selbstverständlichkeiten. Ich bin vom Gesetzes wegen ohnehin dazu gezwungen, dass dieses Produkt dieses CE-Zeichen erhält. Und wenn ich das jetzt erwähne, könnte jetzt der Verbraucher auf die Idee kommen, ah, der macht was ganz Besonderes, der ist besser als der Händler, der das nicht erwähnt, obwohl der andere Händler das CE-Zeichen genauso hat, weil es ja selbstverständlich ist. Also da kommen auch fast wöchentlich noch Abmahnungen zum Thema Werben mit Selbstverständlichkeiten, speziell beim CE-Kennzeichen rein. Und wer das in seinem Online-Shop bei Produkten stehen hat, einfach rausstreichen. Genau, und zum Abschluss gibt es noch einen kleinen Ausblick auf die kommenden Gesetze in der EU. Und zwar gibt es da im Wesentlichen zwei Änderungen, die auf den Onlinehandel zukommen. Das eine ist die E-Privacy-Verordnung. Die E-Privacy-Verordnung soll vor allem den Fluss von Informationen regeln und Nutzer sollen hier vor Datenverarbeitung noch besser geschützt werden. Und vor allem geht es hier um Cookies, Tracking und so weiter. Ja, wenn Sie das so lesen, dann werden Sie feststellen, dass das so ein bisschen Ähnlichkeit mit der DSGVO hat. Das ist auch kein Zufall, weil eigentlich sollte diese Verordnung bereits letztes Jahr zusammen mit der DSGVO in Kraft treten. Allerdings streitet sich das EU-Parlament hier immer noch über sehr viele Einzelheiten, so dass der Termin auf dieses Jahr verschoben wurde, was aber ganz voraussichtlich auch nicht der Fall sein wird. Möglicherweise, wenn dieses Jahr noch eine Einigung erzielt wird, dann vielleicht 2020, aber im Moment kann man eher davon ausgehen, dass sie erst 2021 kommt. Dennoch sollte man da immer so die aktuelle Entwicklung ein bisschen mit im Blick haben. Das zweite ist die sogenannte Ökodesign-Richtlinie. Die Richtlinie an sich, die gibt es schon seit 2009 und mit Blick auf eine nachhaltigere Zukunft soll es ab 2021 da mehr oder strengere Regelungen geben. Im Wesentlichen sind das halt auch hier zwei Sachen. Zum einen sollen Leuchtmittel nicht mehr fest verbaut werden. Man hat festgestellt, dass gerade LED-Lampen sehr, also die Leuchtmittel fest mit den Lampen verbaut sind, so dass, wenn das Leuchtmittel den Geist aufgibt, die komplette Lampe im Müll landet. Das soll eben nicht mehr der Fall sein. Leuchtmittel sollen austauschbar werden. Und das zweite ist, dass die Reparaturen einfacher werden sollen. Es soll eben mehr gegen diese Wegwerfmentalität vorgegangen werden, so dass es möglich ist, Kühlschränke zum Beispiel zu Hause einfacher zu reparieren, als das jetzt der Fall ist. Und das soll zum einen dadurch geschehen, dass Geräte prinzipiell reparaturfähig konzipiert sein müssen. Und zum anderen sollen Ersatzteile innerhalb von 15 Tagen nachgeliefert werden können oder müssen, so dass es für den Kunden wirtschaftlich sinnvoller sein wird, Elektrogeräte zu reparieren, statt so wie es jetzt ist. Jetzt ist es ja teilweise wirtschaftlich sinnvoller, die Geräte einfach wegzuwerfen und sich einen neuen zu kaufen. Genau, so viel dazu. Da sind wir auch schon am Ende und haben noch eine kleine Zusammenfassung. Wenn ich meinen Shop internationaler ausrichten möchte, muss ich mir eben vor allem Gedanken machen, wer meine Kunden
sein sollen. Also auf welche Länder will ich mich ausrichten? Will ich mich insgesamt auf die komplette EU ausrichten? Will ich für jedes einzelne Land einen eigenen Shop aufbauen und muss da entsprechend natürlich andere Sachen beachten, als wenn ich einen Shop habe, auf das aber in dem die komplette EU quasi einkaufen können muss. Und entsprechend muss ich mir dann natürlich auch die Frage stellen, welche nationalen Bestimmungen ich im Einzelnen zu beachten habe. So, das war es erstmal von mir und dann gebe ich mal wieder das Wort zurück. Ja, ich danke dir, Sandra, für diesen Einblick in die rechtliche Lage, auch über Deutschlands Grenzen hinaus und worauf ich zu achten hätte, würde ich ins Ausland verkaufen wollen. Und du hast es jetzt auf der Folie ganz gut dargestellt, Fragen, Fragezeichen. Und ja, in der Tat, es gibt dazu Fragen und zwar auch schön verteilt thematisch. Du hast ja einige Blickpunkte im Endeffekt angesprochen. Und Ja. wollen wir doch einfach mal mit der Streitbeilegungsregelung zum Beispiel anfangen. Da ist die Ja. Frage aufgekommen, gilt diese Streitbeilegungsregelung denn auch für Versender aus Österreich? Ja, also die US-Plattform ist ja eine europäische Sache und wenn ich in Österreich einen Online-Shop, also einen österreichischen Online-Shop betreibe, dann muss ich auch den US-Link zur Verfügung stellen. Okay, ich denke, das ist Also mir auch ist jetzt recht. nichts Gegenteiliges aus Österreich bekannt. Von daher, ja. Okay, gut. Das ist auch, denke ich, relativ eindeutig. Genau. Eine Frage zum Thema Geoblocking ist auch aufgekommen. Ich würde die Ja. einfach mal genau so vorlesen, wie sie formuliert wurde von dem Teilnehmer, der Teilnehmerin. Mal Ja. angenommen, ich möchte lediglich an deutsche oder österreichische Kunden verkaufen. Ist es dann erlaubt, anhand der IP-Adresse deutschen oder österreichischen Kunden den Zugang zum Webshop zu erlauben und allen anderen direkt komplett zu blockieren. Also Kunden aus zum Beispiel Frankreich landet auf einer Landingpage, auf der dann gesagt wird, nein, leider verkaufen wir nicht nach Frankreich. Das ist genau der klassische Fall, den die Geoblocking-Verordnung verbietet. Okay, Was ich gedacht als habe Händler ich mir. aber machen darf, ist den Versand einschränken. Also ich darf durchaus die Regelung in meinen AGB treffen, dass ich nur an deutsche und an österreichische Kunden versende. Das heißt, wenn jetzt der Franzose in meinen Shop kommt und die Produkte so toll findet, dass er trotzdem bestellen will, dann muss er bei der Lieferadresse eine deutsche oder österreichische Adresse angeben und sich dann quasi um den Rest der Lieferung selber kümmern. Okay, ja, auch das ist eigentlich sehr, sehr einleuchtend, denke ich. Da geht es also um das nicht generelle Ausschließen, ne, sondern Genau, nachher das genau. Einschränken über den Versand, ne? Genau. Ja, genau, okay. Eine Frage zum CE-Zeichen kam noch auf. Okay. Genau, nicht auf dem Produkt möglich, bedeutet dann aber, dass die Mindestgröße mit üblichen technischen Mitteln nicht auf dem Produkt aufgebracht werden kann. Hier wurde das Beispiel mit einem dünnen Kabel mit Stecker genannt. Ja, wobei an einem dünnen Kabel kann man das ja durchaus über so ein Zettelchen, also man hat ja an Kabeln immer diese Aufkleber, Teilies, keine Ahnung, wie die heißen, diese So kleinen kenne ich es Nebel von dran vielen hängen. Sachen meiner Kinder, ja. Genau, dann wird man es wohl darüber lösen müssen, weil es damit halt möglich wird, das am Produkt anzubringen. Aber ja, Ja. prinzipiell, wenn ein Produkt so klein ist, dass es nicht lesbar draufpasst, dann kann man es natürlich auf die Verpackung drucken. Okay. Gut. Und wir haben noch eine. Es war zu erwarten, DSGVO-Frage. Wie du ja auch im Vortrag gesagt hast, das hat schon riesige Wellen geschlagen, dieses ganze Thema, aber auch ganz richtig festgestellt hast, die Erde dreht sich weiter. Es hätte keiner geglaubt vor Mai letzten Jahres, aber es ist dann tatsächlich so eingetreten. Und zwar ist dann hier die Frage, kann ich in meinem Shop die Nutzung nur zulassen, wenn der Kunde die Cookies akzeptiert? Hier wird der Blick auf Datentracker wie zum Beispiel von Google oder Facebook, die im Hintergrund Daten erfassen, gelegt. Kann sein, dass ich die Frage auf diese Cookie-Banner beziehe. Also ich kann die Frage gerade nicht ganz eindeutig einordnen.
Ich habe auch überlegt, wie ich es formuliere, denn eindeutig entziffern kann ich diese Frage auch nicht, wenn der Kunde die Cookies akzeptiert. Also im Endeffekt geht es ja darum, ums Datentracking im Endeffekt. Und die DSGVO sagt ja gut, eine Verarbeitung oder Bearbeitung, Verarbeitung der Daten ist eigentlich grundsätzlich nicht zulässig. Ich gehe davon aus, dass die Frage so gemeint ist, dass ja im Endeffekt das Erheben durch diese Cookies, das Erheben der Daten im Hintergrund stattfindet. Und ob nun die Nutzung des Shops quasi ausgeschlossen wird, wenn Cookies nicht akzeptiert werden. Also wenn der Kunde nicht damit einverstanden ist, dass seine Daten Ach so. erfasst werden, ne, dass er dann auch nicht einkaufen gehen kann, quasi. Also meines Wissens, also das hängt ja dann schon irgendwo mit diesen Cookie-Bannern zusammen, mit diesen schönen hässlichen Cookie-Bannern, die alle auf ihre Homepages einfügen. Da gibt es auch einen sehr interessanten Artikel bei uns auf Online-Händler-News. Und zwar, diese Cookie-Banner an sich sind nicht notwendig. Das bedeutet, der Kunde muss nicht darauf durch diesen Banner darauf hingewiesen werden und in der Verwendung der Cookies zustimmen. Es reicht zu, wenn das mit in der Datenschutzerklärung steht. Genau, das heißt, um zur Frage zurückzukommen, eigentlich muss man sich da gar keine großartige Einwilligung einholen. Aber ich würde das auch gerne noch mal ein bisschen näher nachrecherchieren, weil diese ganzen Cookie-Banner, die jetzt alle eingeführt haben, das ist eigentlich keine Sache der DSGVO, sondern eher mit Hinblick auf die E-Privacy-Verordnung, wo ja aber der Inhalt noch nicht so klar geregelt ist. Also, das ist jetzt so eine typische juristische Antwort mit, ich kann es jetzt nicht so genau sagen. Na, ich denke auch, das ist eher dann eine Frage, die man vielleicht Im Nachgang. in einer allgemeinen Form mit in diese Nachfassmail bringen sollte. Ich habe mir die auch genau dahingehend schon aufgeschrieben, dass wir da vielleicht in der Nachfassmail nochmal drauf eingehen. Das wäre Macht am super. meisten Sinn, genau, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Eine Frage ist hier noch gekommen bezüglich AGBs und Impressum. Und zwar sieht hier ein Teilnehmer immer wieder Händler aus Europa, die ohne AGBs auf Amazon.com arbeiten, zum Beispiel. Und damit verknüpft sich jetzt die Frage, wenn ich in einem Drittland verkaufe, benötige ich da AGB und Impressum? Wie die Impressumspflicht in Drittländern geregelt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das wird auch jedes Land für sich dann individuell regeln. Das heißt, wenn man in ein Drittland verkaufen will, muss man sich vorher einfach mit den rechtlichen Besonderheiten dieses Drittlandes auseinandersetzen. Bezüglich AGB. AGB sind nichts, was man unbedingt braucht. AGB sind allgemeine Geschäftsbedingungen, die den Geschäftsablauf vereinfachen sollen, beziehungsweise also ich brauche halt nicht unbedingt AGB, um verkaufen zu können. Ich könnte auch mit jedem Käufer einen individuellen Vertrag abschließen. Es ist nur nicht sehr sinnvoll, weil Massengeschäft und ja, es erleichtert halt vieles, wenn man AGB hat, weil man eben weil wenn ich keine AGB habe, müsste ich mich mit jedem Käufer einzeln auseinandersetzen. Ja, wann möchtest du deine Ware haben? Wie soll ich sie dir versenden? Wie wollen wir die Rechnung abwickeln? Also AGB stellen schlicht und ergreifend nur eine Erleichterung des Geschäftsalltags dar und sind nicht verpflichtend. Ich kann als Händler selber entscheiden. Es ist ja auch eine Art Guideline dann im jeweiligen Genau, Geschäft, ne? genau. Und es ist für Kunden ja auch immer ganz schön, wenn er halt sehen kann, ah, okay, so läuft das ab. Also es möchte jeder Kunde ja haben, ne, eine AGB, und Ja. er möchte auch diesen Haken setzen, aber lesen tut's keiner so. Es ist halt immer so, die AGBs werden ja erfahrungsgemäß immer dann hervorgerufen, wenn irgendwas schief läuft, ne? Ja. Das darf man ja auch Da nicht muss vergessen, ich dir aber absolut recht geben. ja, naja, Aber es nun gibt kein gut. Gesetz, in dem drinne steht, ihr braucht alle AGB. Nee. Das bietet halt eine gewisse Sicherheit, nicht nur für die Genau, genau. Konsumentenebene, sondern halt auch für den Ja. Händler. Oh, ganz klar. Ne? Genau. Genau. Nun eine Frage nochmal zu Herstellervorgaben. So würde ich das jetzt mal kategorisieren. Und zwar Okay. gibt es hier einen Hersteller, der erlaubt den Vertrieb des Produktes nur in Österreich. Und die Frage ist halt, ob das erlaubt ist. Das ist zwar eine nahezu sehr individuelle Frage, aber es gibt ja schon Hersteller, auch im Allgemeinen,
die im Endeffekt die Vertriebslokalität Ihres Produktes einschränken. Ja, also da klingelt es auch gerade bei mir. Da gab es letztes Jahr, glaube ich, auch erst ein Urteil zu dem Fall. Genaueres würde ich hier auch im Nachgang nochmal beantworten und nachrecherchieren. Aber meines Wissens nach dürfen Hersteller schon Einschränkungen gegenüber der Händler treffen, weil wir sind ja hier im B2B-Bereich und im Business-to-Business-Bereich können Unternehmer natürlich da ein bisschen andere Regelungen treffen als im B2C-Bereich. Würde ich jetzt oder hätte ich aus meinem Laienverständnis heraus auch so gesagt, eben wegen dem Unterschied B2B zu B2C, da das ja doch nochmal was Individuelleres dann ist. Und es ist ja im Endeffekt, wenn ich als Händler von einem Hersteller etwas beziehe, bekomme ich ja die Erlaubnis zu vertreiben, ne, im Endeffekt. Und das ist natürlich dann eine Herstellervorgabe, auf welche Art und Weise. So, das wäre jetzt Genau. auch so mein Genau. Verständnis. Ja. Ja, auf diese Frage habe ich gewartet, die jetzt kommt. Bezieht sich auch noch mal ein Stück weit auf DSGVO. Wann müssen Kundendaten gelöscht werden? Ja. Ich habe wirklich darauf gewartet, weil das eine sehr, sehr häufig gestellte Frage ist. Ja, es ist halt die Frage, ja, im Nachgang. Machen Ich wir im würde sie auch Nachgang. gerne auch nochmal auf den Nachgang schieben. Okay, das hört sich gut an. So machen wir das. Dann ist das mit der Antwort dann nämlich auch ein Stück weit verlässlicher, als wenn man jetzt irgendwie im Nebel Genau, sticht. Das genau. Halte ich auch für sinnvoller. Ja, dann haben wir jetzt momentan keine weiteren Fragen. Ich denke, alle die Klarheiten Fragen, die, ja, würde ich auch sagen, alle Klarheiten beseitigt. Die Fragen, die kamen, konnten wir, glaube ich, sehr detailliert auch von dir beantwortet bekommen. Auf drei Fragen werden wir, wie angesprochen, nochmal in der Nachfassmail eingehen. Dann bleibt mir an dieser Stelle, mich bei dir, Sandra, und dem Händlerbund zu bedanken, dass ihr uns den Einblick heute gegeben habt. Gern ich bedanke geschehen. mich Ja, das freut mich. Bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, liebe Teilnehmer, für das Interesse und die Teilnahme an der Cross-Border Week und diesem Webinar. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag. Dankeschön und ich wünsche Ihnen auch alle allen schon mal ein schönes Wochenende, weil Donnerstag ist ja der kleine Freitag. Genau, Donnerstag ist der kleine Freitag. Alles einen schönen klar. Nachmittag. Tschüss. Tschüss.